Hallo, Daniel von der Aloha Akademie hier. Heute zeige ich euch ein paar sehr wichtige Anschlagmuster der rechten Hand. Damit könnt ihr an jedem Lagerfeuer oder auch bei jedem Adventskonzert bestehen. Stimmt eure Ukulele und lehnt euch zurück. Okay, es gibt zwei ganz wichtige Taktarten, nennt man das, in der Musik. Das eine ist der Viervierteltakt und der Dreivierteltakt. Ich denke mal, so 95% aller Popsongs, die ihr so kennt oder auch nachspielen wollt, stehen im sogenannten Viervierteltakt. Der Viervierteltakt hat vier Schläge. Eins, zwei, drei, vier. Und diese vier Schläge bilden einen sogenannten Takt. Wenn vier Schläge vorbei sind, beginnt ein neuer Takt. Wieder mit vier Schlägen und so weiter. Und diese vier Schläge könnt ihr ganz einfach erstmal durch Downstrokes anspielen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Einfach. So, natürlich könnt ihr diese vier Schläge oder diesen Zeitraum dieser vier Schläge auch noch anders unterteilen. Denn in jedem Zeitraum, wo ihr einen Downstroke spielt auf 1, 2, 3 oder 4, könnt ihr auch noch einen Upstroke in der Mitte dazwischen spielen. Ja, das Ganze klingt ungefähr so. Down, up, down, up, down, up, down, up. Eins und zwei und drei und vier. Und jetzt ist es so, dass ihr natürlich nicht die ganze Zeit nur down, up, down, up, down, up spielen wollt, denn das ist ja kein cooles Anschlagmuster im Viervierteltakt. Sondern eins von vielen guten Anschlagmustern, die für viele Songs funktionieren, ist folgendes. Ich spiele es euch einmal vor. Das war eine einfache Kombination. Down, down, up, down, down, up, down. Auf den Zählzeiten 1, 2 und 3, 4 und neuer Takt. Mit diesem Anschlagmuster könnt ihr super Johnny Cash-Stücke, alles von irischen Trinkliedern bis hin zu, weiß ich auch nicht was, Polka-Punk-Songs spielen. Das funktioniert immer. Der zweite Anschlag, den ich euch zeigen möchte, nenne ich das Schweizer Messer der Anschläge. Ich habe es gesehen woanders, da schrieb jemand, dass es ein lebensveränderndes Anschlagmuster ist und ich bin fast der Meinung, ja, das ist richtig, denn ihr könnt ihn so gut wie bei jedem Song, der in diesem Viervierteltakt steht, anwenden. Und er geht auch noch verdammt einfach. Ihr macht nur wieder eine konstante Bewegung hoch und runter und spielt jetzt folgende Anschläge mit. Down, down, up, up, down, up, down, down, up, down, up. Eins, zwei und vier und eins, zwei und vier und down, down, up, down, up, down, down, up, down, up. Einfach mitsprechen, mantrenartig, bis ihr nicht mehr anders könnt, als genau das zu spielen. Starke an diesem Anschlagmuster ist, es funktioniert in verschiedenen Tempi wunderbar. Wenn ihr flott spielt, funktioniert das, funktioniert aber auch zu eher so ruhigeren, balladigeren Sachen. Oder, ihr habt es eben schon gehört, so ein bisschen zwingig, angeschaffelt gespielt. Wofür ihr es auch immer benutzen wollt. Okay? Schweizer Messer der Anschläge, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Merkt euch das, geht ans Lagerfeuer, spielt einen Song und ihr seid King oder Queen of Pommes bei der nächsten Session. Jetzt bleibt noch der vorhin angekündigte Dreivierteltakt über. Ein Dreivierteltakt ist ein klassischer Walzertakt. Und wenn ihr an Walzer denkt, denkt ihr hoffentlich an Uff-ta-ta, Uff-ta-ta. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins. Ja?
vielleicht neulich bei Mutti, Vati oder Oma, Opa auf der goldenen oder was auch immer Hochzeit noch getanzt, ohne es zu wissen. Hier ist das ganz elementare Schlagmuster natürlich down, 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 down. Mit einer leichten Betonung auf der 1, damit ihr den Überblick behaltet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. So, wer jetzt ein bisschen was Langsameres spielen will, wo noch ein bisschen Platz für Zwischenschläge ist, auch hier haben wir zwischen der 1, 2, 3 und der nächsten folgenden 1 wieder immer einen Zwischenraum, in dem wir einen Upstroke unterbringen können. Ein typischer Anschlag für einen Dreivierteltakt mit Upstroke-Unterteilung ist zum Beispiel 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, down, down, up, down, 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 up, down. Passt wunderbar für Songs im Dreivierteltakt. Wer noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen will, spielt nur ein Downstrokes und dann viermal den Wechselschlag Down Up Down Up. Das klingt so. Down Down Up Down Up Down Down Up Down Up. 2 3 2 3 2 3 Down Down Up Down Up Down Down Up Down Up Down. So, jetzt wisst ihr schon mal das aller nötigste und allerwichtigste für eure ersten Songs im Dreiviertel- oder Viervierteltakt. Übt einfach diesen Anschlag, bis der flüssig läuft. Zählt ruhig mit, macht euch keinen Stress, verfolgt es nochmal, wo ein Down und ein Upstroke ist. Übt langsam, spielt schnell, habt Spaß. Love, Peace, Ukulele und ich bin raus.